Der Fernseher von mir, den habe ich gestern neu gekauft. Ich wollte eigentlich Comedy Central gucken, habe einen Sendersuchlauf gestartet. Und da, wo der Sender drauf war der Sender 666 tot. Ich habe den Sender angemacht. Ich habe beobachtet, was da drauf war. Da war überall nur Blut zu sehen. Und alle möglichen Sachen. Normale Comedy-Shows, aber zwischendurch ist mal eine Frau mit einem Schrei da gewesen. Und ich hab's gesehen, was los ist. Da war Geschreie und Gebrülle. Und überall waren Leichen zu sehen. Und alle Leute, die da in der normalen Serie zu sehen waren, hatten einen dämonischen Blick, haben geschrien und gesagt: Heute Nacht werden wir mal einen sezieren und mal auseinanderbauen. Und ich habe gesehen, zum Beispiel als ich eine ganz lustige Serie gesehen habe, haben die einen bei lebendigem Leib aufgeschnitten. Und dann habe ich gesehen, wie die Figur geschrien hat und geschrien hat und geschrien. Ich konnte das echt nicht mehr ab. Und danach war Geschreie und danach kam Werbung und danach kam Testbild und Gerausche. Und eine Leiche ist gegen die Wand geklatscht und die war blutrot verschmiert. Und dadurch habe ich noch gesehen, dass BATZ irgendein Glas geplatzt ist. Durch den ganzen Raum war Blut verteilt. Es hat überall gespritzt. Und der Fernseher ist auch nicht mal kaputt. Ich habe Blut im Gesicht. Ich höre durch alle Lautsprecher in der Bude Geschreie und Gebrülle. Im Badezimmer ist alles voller Blut. Und beim Radio höre ich nur Geschreie. Und als die Werbung zu Ende war, habe ich gehört: Lass mich los. Ich will weiterleben. Hör auf. Das tut weh. Alles tut mir weh. Und das war eine Serie, die ich ganz gern mag, die auch auf Comedy Central läuft. Und der Sender, der wurde immer schlimmer von Tag zu Tag. Brutaler und schlimmer, blutiger. Und alle Leute wurden aufgeschnitten und lebendig als Zombies dargestellt, haben sich gegenseitig zerfleischt und zerfressen. Und ich habe so eine Angst, das zu gucken, den Sender. 666 tot, so hieß der Sender. Der war die ganze Zeit am Laufen und ich habe versucht umzuschalten. Mein Fernseher hat immer wieder auf den Sender zurückgeschaltet. Ich habe gehört, dass der Sender nur bei einigen Leuten auch verfügbar war und am nächsten Tag verschwunden ist. Die meisten Leute haben sich danach aufgehängt. Und zwar bei sich im Badezimmer, haben geheult und geweint. Und haben sich teilweise die Pulsader aufgeschnitten und kamen nicht mehr raus aus dem Bad. Haben dann Krankenwagen gerufen und die haben das alles wieder genäht und der ihnen wird nicht mehr geblutet. Aber der hat sich im Krankenhaus erhängt. Das war das Allerschlimmste, das haben die alles gezeigt. Und der Werbespot war: Bist du der Nächste, der stirbt? Dann guck mal hier, was die anderen machen. Die bringen sich um, schneiden sich auf und fressen sich selbst. Und das wird präsentiert von der Selbstmord-Hotline. Und der Werbespot ging eine Minute lang. Danach ging die Serie weiter. Zerfetze und Leichen und Atombomben. Und die ganzen haben geschrien: Hilfe! Das war noch schlimmer als Hiroshima. Oder andere Sachen mit Atombomben, das war viel, viel schlimmer. Alle Leute sind gestorben, alle Serien waren total versaut und kaputt. Und danach kam ein Moderator, der total blutunterlaufene Augen hatten. Wie bei anderen gruseligen Sachen. Ich kenne einige Creepypastas, aber diese ganzen Sachen im Fernsehen, kann ich bis heute nicht verkraften, dass das alles passiert ist. Das ist mir alles viel zu viel. Und ich habe
auch gerade geguckt im Fernsehen. Irgendwas. Und außerdem alles Mögliche. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt umschalten. Ich muss den Sender aus meinem Suchlauf löschen, aus meinem Fernseher. Doch jedes Mal kommt Blut aus den Lautsprechern rausgetropft und Geschreie von einer Frau. Zum Beispiel laufen auch normale Horrorfilme. Da passiert nichts. Nur die Werbung. Die ist so, dass da aufgefetzte Leichen sind, zerfetzt, zerfleischt. Und da sind teilweise Kannibalen, die Menschen auffressen, während die leben. Das wird immer schlimmer und schlimmer. Und manchmal kommen sogar Hände aus dem Fernseher, die einen würgen und kratzen. Und ich saß stundenlang auf dem Klo. Ich hatte Durchfall und hab gespuckt. Ich hab das Geschrei überall gehört. Aus dem Spiegel, aus den Lautsprechern, aus meinem Smartphone nicht, Gott sei Dank. Mir tut alles weh. Ich habe Ohrenschmerzen. Ich habe einen Tinnitus. Ich höre nichts mehr. Das ist mein Glück. Das Schlimmste ist, der Sender wird von einem bösartigen Dämon betrieben, der früher mal an diesem Sender gestorben ist. Und der ganze Sender ist abgebrannt. Und trotzdem sendet er noch. Er weiß ihn nicht. Ich habe totale Angst, ich gehe nicht mehr nach draußen. Ich schlafe, aber im Wohnzimmer brennt noch Licht, damit der Fernseher nicht mehr angeht. Ich kann einfach nicht mehr. Alle Fernseher bei mir, da gibt's Geschreie, Blut und auf meiner Toilette. Wenn ich da runterspüle, dann höre ich, wenn das Wasser reinläuft, ein Schreien. Und dann... Ich guck jetzt gerade wieder den Sender. Meine Lieblingsserie läuft, aber da sind tausende Leichen zu sehen. Und selbst ich bin da zu sehen, wie ich da tot liege und vergammel. Da gibt es keinen Spaß mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Und gestern Morgen habe ich zufällig reingeschaltet um 5 Uhr. Und dann hat der Sender gesagt: Um 6 Uhr wirst du zusammenbrechen und dann hört der Sender auf zu existieren und dann ist er für immer und ewig gelöscht. Du wirst uns nie wiedersehen, du hast bösartigen Durchfall heute mit Blut im Stuhl und Kotze mit Blut. Ha, ha, ha. Das haben die da gesagt im Fernsehen. Und jetzt geht's wieder. Ich habe wieder in einem Fernsehsender geguckt und ist alles wieder normal. Meine Lieblingsserien sind jetzt auch wieder gut. Aber trotzdem halte ich das immer noch nicht aus. Gut, dass ich es euch erzählen konnte. Ich wünsche noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Tschüss, wir sehen uns irgendwann mal wieder und hören uns. Tschüss.